Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal aus dem Auto. Aber keine Sorge, zum Wasser geht's auch noch. Reiseziel ist Frankreich. Da treffe ich mich mit unseren beiden Bayern aus dem Team, Michael Fleischmann und Christoph Pleischel. Wir werden eine Woche zusammen fischen und euch nehmen wir natürlich mit. Für mich etwas Besonderes, meine erste Frankreich-Fahrt. Bin also ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich auch den ersten Franzosen fangen kann. Männer, endlich! Ja, Basti, ja. Servus! Hi. Basti, hi, grüß dich! Seid ihr gut hergekommen? Jo, Männer? Alles wunderbar! Gut hergefahren, ja? 7,5 Stunden sind wir endlich da. Hat alles gepasst. Gleiche war mein Chauffeur. Ja. Ich hab gepennt. Wie immer alles runtergespult und. Ja, jetzt sind wir heiß! Ja, ihr habt zum Glück schon eingecheckt für mich. Wir können jetzt direkt an den Spot fahren. Ja. Und ihr habt Location gemacht, ich kam zu spät, 1,5 Stunden. Ah, ne? Natürlich. Alles gut. Kleine Lagerbesprechung noch. Direkt an den Fische sind da. Das hört sich gut an. Eins, wir haben schon springen sehen und ja, jetzt sind wir gespannt, was die nächsten Tage bringen. Dann lass uns loslegen. Wetter soll gut werden und dann geht's los. Perfekt. Auf geht's. Komm mit an die Swims. Let's go. Haben wir uns den zweiten Spot auch noch angeschaut. Und was sagen wir, glaube wir bleiben hier, oder? Ich denke, die Platzwahl fällt uns einfach. Oder sehr, sehr leicht. Wir haben halt wirklich alle Gegebenheiten. Wir können lang auf die 200 Meter zum Schilfgürtel rüberfischen, haben eine riesig große Fläche fürs Freiwasser und der Platz schaut ziemlich geil aus. Also ja, vor allem ist Fisch da. Alles passen. Ja, es ist Fisch da. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich würde sagen, jetzt Autos leer. Jupp. Und Stöcker hinter euch. Alles klar. Dann Avanti. Vollgas. Unser Reiseziel war der Lessal, der im Osten Frankreichs in der Champagne gelegene, ca. 17 Hektar große See, war wirklich mitten in der Natur. Wir haben uns dazu entschieden, unser Camp auf einer kleinen Insel zu errichten. Von dort aus hatten wir viele Möglichkeiten, das Freiwasser, aber auch den langen Schilfgürtel zu befischen. Hey Bossi, ich habe das ultimative Geheimrezept. Was isst du da? Gegen den schlimmen Heuschnupfen. Moment, ich will keine Werbung machen. Knoblauchzehen. Da mögen dich die Pollen nicht mehr. Am ersten Tag haben wir es wirklich ruhig angehen lassen. Wir haben alles aufgebaut, Location gemacht und einfach nur den Abend gemütlich ausklingen lassen. Herr Pleischi, ja. Sag doch mal guten Morgen. Guten Morgen. Nach dem Frühstück und nach einer grandiosen Nacht, wir haben beide oder alle gut geschlafen, geht es jetzt los, dass wir die Routen neu montieren. Und unser Plan ist ja jetzt, dass bevor wir beide Routen auf die Stangenboje, also auf den Futterplatz setzen, dass wir nochmal für 2-3 Stunden versuchen, einfach die Fische anzuwerfen. Ein paar Fische haben wir in der Früh schon springen und rollen sehen. Und dazu wechsle ich jetzt einfach die Köder und dann wird nochmal das Glück versucht. Ich habe mich bewusst für ein ziemlich langes Vorfach entschieden. Wie gesagt, der See ist ziemlich schlammig. Zwar guter Schlamm, Lehmschlamm, aber trotzdem will ich es vermeiden, dass der Hakenköder durch das Blei in den Schlamm eingesogen wird. Fleisch, du bist auch schon wach. Natürlich. Was lief bei dir heute Nacht? Wahrscheinlich genauso viel wie bei euch allen. Aber die gute Mütze voll Schlaf hat ganz gut getan eigentlich. Deswegen ja, Bleischi hat es gerade erklärt, wir werden jetzt ein bisschen aktiver werden.
Fische sind eigentlich da. Kleiner Pop-up, wir probieren alle Farben durch. Kleiner Poppy am Jody oder am Spinner Rig. Einfach rausschnicken, verschiedene Distanzen auch testen und ab Mittag werden wir ja unseren Futterplatz in Angriff nehmen. Und da könnte es schon rappeln. Michel, ja. Was hast du denn da in der blauen Tüte? Ah. Was fütterst du jetzt? Was hast du gemacht? Bevor wir gleich nochmal im Detail aufs Futter eingehen, würde ich sagen, das machen wir nochmal detailliert. Gefüttert wurde gestern eigentlich alles. Partymix, Buffet-Taktik eigentlich wollten wir fahren oder sind wir gefahren. Partikel, Hanf, Mais, Handvoll Tigernüsse, dann 12er Nasties. 14er VNX und 18er Seafood, damit alle Größen, alle Komponenten mal am Platz liegen. Für jeden Fisch, was dabei ist. Das machen die wenigsten eigentlich, die gemischte Sachen füttern. Und um einfach den Futterplatz mal aufzubauen. Ja, auch mal, da darf auch gerne mal ein Rohauge vorbeikommen, eine Brasse. Da muss Aktion drauf sein. Und wir haben eben gerade kontrolliert, kein Korn mehr da. Das ist Zeichen für uns, die Fische waren da, die haben sich die Bäuche vorgeschlagen und jetzt werden wir aber nur noch auf Boilies gehen. Also die kleinen Partikel lassen wir weg. Da viele Blässhühner auch unterwegs sind, werden wir uns für unauffälligere Hakenköder einschießen. Keine Neon-Pop-Ups, nichts Farbiges, das lassen wir jetzt alles weg, sondern einfach Base-Mix-Sachen. Das ist zum Beispiel das Seafood. Ein Base Mix Pop-Up, der sieht aus, so, der ist ein bisschen heller wie der normale Freezer. Den werde ich mit einem Sinker kombinieren, um eine Schneemann-Präsentation zu basteln, um auch die Blässhühner nicht auf meinen Hakenköder so gleich aufmerksam zu machen. Es kann zwar passieren, dass die aufpicken, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Ja, deswegen jetzt Boilies, Futtermarsch noch einmal, ein paar Kellen raus und fahren wir auch sauber mit dem Boot raus, dann können wir sauber ablegen, damit das alles sauber präsentiert ist. So, wir machen hier so ein bisschen Süd gegen West Duell, zumindest aktuell noch. Ich konzentriere mich weiterhin auf die Schilfreihe, die befische ich, einmal relativ press dran und die andere so 10, 15 Meter entfernt. Dann wollen wir mal schauen, wer hier von uns drei in den ersten Fisch landet, oder? Oder? Was meint ihr? Ja? Schauen wir mal. Ich sag, ich fange den ersten. Ach, nie. Hab's vergessen. Ja, nachdem die Routen von den beiden jetzt wieder liegen, und zwar auf dem Futterplatz, würde ich sagen, erzählen wir mal was über Futter, oder? Yeah. Was wir so an Futter dabei haben, warum wir es dabei haben, wie wir das einsetzen. Und fange ich an? Fleische beginnt. Fleisch fängt an. Okay. Ja. Wir fischen oder ich fische ganz gern Freezerbaits. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir verschiedene Sorten mitnehmen, mit verschiedenen Durchmesser, da sagt uns aber dann der Michel noch was. Stellvertretend für die Freezerbaits habe ich die Seafood-Boilies dabei. Und jetzt haben viele Leute immer wieder Angst, ach Gott, Freezerbaits, die fangen mir vielleicht zum Schimmeln an, gerade wenn ich länger weg bin oder wenn es heiß ist. Aber dem kann ganz einfach geholfen oder vorgebeugt werden, indem man einfach nur zwei, drei wichtige Schritte beachtet und die dann auch durchführt. Und die würde ich euch ganz gern näher bringen. Ihr nehmt einfach die handelsüblichen Freezerbaits raus, gebt sie in ein stinknormales Trockennetz. Sollte erstmal reichen.
Und ihr nehmt einfach die gewünschte Menge und hängt dieses Trockennetz dann einfach irgendwo in die Sträucher an einem Baum. Ihr könnt sie aber auch ans Zelt klipsen oder auf das Zeltdach legen. Wichtig ist einfach, dass ihr die alle paar Stunden mal durchschüttelt, sodass die von allen Seiten Luft bekommen und quasi an der Luft durchtrocknen. Dann beugt ihr auch möglichem Schimmelbefall vor. Dass man die Freezerbar jetzt letztendlich wieder zum Leben erweckt, kann man mit den Carb Shakes ganz gut arbeiten. Einfach die gewünschte Menge Freezerbaits wieder in die Tüte zurückgeben. Vielleicht schneidet man die am Anfang einfach sauber auf. Und ich soake dann meine Freezerbaits mit den verschiedenen Carb Shakes oder Zusätzen, die ich einfach gern verwende. Hier für die Seafood passt natürlich der Seafood Carb Shake und natürlich fast schon Legendenstatus der Birsches Carb Shake. Vor dem Gebrauch einfach gut schütteln, sodass sich alle Zusatzstoffe und Bestandteile gut vermengen. Es sind auch bei den Carb Shakes größere und gröbere Kleinstpartikel dabei, sodass einfach ein gewisser Mehrwert dabei ist. Und dann die gewünschte Menge einfach einschütten. Ihr seht es, einfach gut verschließen. Jetzt verwende ich ganz normale Kabelbinder, die kann man wieder auf und zu machen. Gibt es im Baumarkt. Und das Ganze gut durchschütteln. Ja, und jetzt ist es kein Problem, die Beule ist wirklich mehrere Tage, wenn die wirklich trocken waren, in dieser Tüte oder im Eimer, Kübel, je nachdem wie man es aufbewahren möchte, zu lagern. Und das Gute ist, an den Freezerbaits, die nehmen das Liquid wirklich astrein auf und geben es dann auch wieder ans Wasser ab. Also spätestens morgen oder in ein paar Stunden ist die Tüte wirklich trocken und die Freezerbaits haben den Liquid aufgesogen. Das sind ein paar kleine Regeln, die man einfach im Umgang mit den Freezerbaits beherzigen sollte und dann geht da wirklich nichts schief. Okay, jetzt hat uns der Pleischi auf jeden Fall schon mal einen Einblick gegeben, was er mit den Freezern macht und dass er die fischt und dabei hat. Michel, bist du bereit? Immer. Ich komme jetzt mit der Kamera rüber. Wie gerade eigentlich schon kurz erwähnt oder angeschnitten, wir haben uns für die sogenannte Buffet-Taktik entschieden, einfach alle möglichen Köder, die uns gefallen, die Fisch bringen, angefangen von Hanf, Mais, Tigernüsse, kleine Zwölfer, Nasties, kleine 14er Fine X und dann auch die größeren Seafood, die Pleischi gerade in den Baum gehängt hat. Ja, die kleinen Köder sind eigentlich aus dem Grund gewählt worden von uns, weil sehr, sehr viel Naturnahrung sich im Schlamm versteckt. Das haben wir gerade auch mit der Unterwasserkamera gesehen, dass wir die Plätze gecheckt haben. Es sind in regelmäßigen Abständen kleine Löcher im Schlamm. Das heißt, der Schlamm lebt einfach. Es ist guter Schlamm, es ist lehmiger, toniger Schlamm und da hält sich das Ungeziefer einfach. Und mit diesen kleinen Ködern wollen wir eben der Naturnahrung möglichst nahe kommen. Da braucht man auch keine 24 oder 30er Knödel, wie ich die zu Hause zum Beispiel brauche, wenn ich Brassenprobleme habe, Satzerprobleme etc. etc. Genau, deswegen, wir haben von Partikel bis Beule alles dabei, um erstmal einen Futterplatz aufzubauen und da haben wir auch keine Angst, mal auch einen 12er an den Haken zu hängen. Also da muss jetzt auch keine große Knolle ran, sondern wirklich auch. Es wird das an Haken gehängt, was wir auch füttern. Gerne, sehr, sehr gerne fische ich Wafter, was im schlammigen Bereich auch sinnvoll ist. Oder Schneemann-Präsentationen. Und wir wollten jetzt auch weg von den auffälligen Sachen. Eben viele Vögel unterwegs, Blässhühner, Tauchenten etc. Und denen wollen wir die Chance nicht geben, dass die sofort nach unten tauchen und da so ein Leuchtturm steht und die auf den zuschießen. Sondern ich habe sie schon in der Hand, sind die Basemix
Pop-Ups oder Wafters. Die sind aus dem Basismix hergestellt und die sind wenig Alter, auffällig. Warte. Das ist jetzt ein VNX. Nicht die Hand bewegen. Jetzt. Ist scharf? Ja, ich bin scharf. Gut. Also, nee, also der... Wir wissen alle, was wir meinen. Ja, genau. Im Vergleich dazu, der Freezerbait, der ist ein bisschen gesaugt, deswegen glänzt er auch so mit CSL. Und die unterscheiden sich kaum, erst einmal. Der ist ein bisschen heller gehalten, und zwar Grund dafür ist, dass der VNX auch unter Wasser auswäscht und auch dann diese Farbe unter Wasser bekommt. Genau. Das ist eine Präsentation von uns, die wir einsetzen. Etwas unauffälliger, aber trotzdem etwas schwereloser. Wir nehmen durch den Pop-Up das Gewicht vom Köder ein bisschen weg. Das Ganze setzt sich wirklich am Schlamm auf, sinkt nicht ein. Und ja, was die Fische dazu meinen, das werden wir hoffentlich jetzt dann gleich erfahren. Zur Rigwahl, zur Bleisystemwahl kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber ich kann es eigentlich nur ans Herz legen, sich auch mal wirklich auf kleinere Köder einzuschießen, wo es möglich ist, ganz klar. Aber an solchen Gewässern geht das definitiv und es ist einfach Fakt, dass ein kleiner Köder attraktiver ist als eine große Knolle. Genau. Soweit vom Futter. Ich habe schon wieder klebrige Hände, weil der Bleischieb mit Liquids gezaubert hat. Aber das schmeckt dir, ne? Das magst du gerne. Ja, komm. Ja, CSL kann man in Verbindung mit VNX kann man gerne mal hapsen. Apropos hapsen. Langsam ist, glaube ich, wieder Grillzeit. Also ich sowieso immer, ne? Also ja, Sebastian hat Hunger. Ja, ist schon wieder Mittagszeit. Und ich mache jetzt auch den Deckel zu, bevor du mir hier wieder die VNX rausklaust. So, jetzt habe ich mir mal die Kamera geschnappt. Jetzt halte ich sie mir mal selber ins Gesicht. Ja, der Spindler tüftelt jetzt auch schon mal an seinem Futter. Da schauen wir dem jetzt mal zu. Wir haben nämlich für dieses Gewässer unabhängig voneinander die Futtertaktik gewählt und er wollte einen kleinen Wettbewerb fischen. Das heißt Team Bayern gegen Team Spindler, Team Westen, keine Ahnung. Ja. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Er hat sich andere Gedanken gemacht. Ja? Da lassen wir euch mal teilhaben. Fangen wir mal an. Was habe ich denn dabei? Nee, hier. Fangen wir hiermit an. Um die Plätze zu aktivieren, habe ich mich für eine Mischung entschieden aus VNX und Scoberry. Hauptsächlich 14 mm, sind noch ein paar 18er dabei. Ich glaube auch 3, 4, 24er, die waren noch im Eimer. Das Ganze ist mit dem Bierschiss gesoaked und mit dem Scoberry Liquid. Bisschen Chili-Hanföl und ganz wichtig für den Crunchy-Effekt, sage ich immer, ein bisschen Stickmix VNX dazu. Genau, damit ist einfach ein bisschen, also was heißt ein bisschen, damit ist das Futter sehr attraktiv. Die Futterplätze können durch Weißfische aktiviert werden und ich hoffe somit dann auch die Karpfen auf den Platz zu kriegen. Damit habe ich jetzt gearbeitet auf einem großen Futterplatz, entlang der Schilfreihe ist damit gefüttert. Den anderen Platz habe ich präpariert mit hauptsächlich 14 mm VNX und Scoberries. Da sind vereinzelt 24er und 18er dabei, wie gesagt, weil die vorher schon im Eimer waren. Die sind nur mit dem Scoberry Liquid und dem Chili-Hanföl gesoaked und da habe ich zusätzlich noch an dem Spot einige Bälle von dem Scoberry Teig ins Wasser gebracht. Genau, den Teig, weil der halt auch schnell die Inhaltsstoffe abgibt, weil er halt nicht gekocht ist, einfach unbehandelt. Finde ich ganz gut, mache ich ganz gerne. Ja, Hakenköder, was fische ich? Unauffällig. Hier den. Oh, das läuft manchmal so im Video, ne? Den eine Limited Edition Seafood Dumble.
da geht es mir gar nicht um den Flavor, sondern um die, also Base-Mix-Struktur und etwas unauffällig. Genau. Auf der einen Route, andere Route, schwerelosen Köder, Scoberry Wafter in 16 mm. Ganz normal am German Rig. Nichts Tolles. Und dann die dritte Route, weil die beiden fischen jeweils mit zwei Routen, aber 2 gegen 1 ist unfair, deswegen fische ich mit drei Routen. Einmal habe ich einen 12 mm Grill-Poppy drauf, was auffälliges. Und mit der Route arbeite ich halt auch. Die werde ich oder die lege ich so alle 60 bis 90 Minuten um, versuche damit springende Fische anzuwerfen. Ja, bis jetzt hat alles nicht geklappt, aber auch nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen beiden. Das Einzige, was hier richtig läuft, ist meine Nase und die vom Fleisch hier auch. Schniefen hört man. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt den Grill an, weil ich habe Hunger. Der Wind, also der Wetterumschwung fängt jetzt an. Wahrscheinlich hört man es gar nicht. Man hört es mit Sicherheit, ja. Der Wind drückt jetzt hier richtig schön in die Bucht rein. Da habe ich auch zwei meiner drei Routen liegen. Und da hoffe ich jetzt, gleich einen abgreifen zu können. Der erste volle Tag ist rum. Die Routen liegen 24 Stunden. Immer noch kein Fisch. Aber Essen war gut bis jetzt. Grill ist wieder an, wir haben es jetzt so circa 8:30. Ja, gibt es noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Basti, eigentlich nicht. Hunger. Wir haben alles gegeben, haben akkurat mit dem Boot abgelegt, sodass die Blei und die Montage nicht zu tief im Schlamm versinken. Wir haben mit der Unterwasserkamera die Spots kontrolliert, haben alles probiert, Wafter, Pop-ups in verschiedenen Farben, unauffällige Farben, Tigernüsse. Wir werden sehen, was die erste Nacht bringt. Wir hoffen jetzt auf das Wetter morgen. Es wird Regen und Wind angekündigt sein. Erste Nacht auf dem Futterplatz. Genau, wir sind die erste Nacht auf dem Futterplatz, sagt der Michel, das ist wohl wahr. Haben kontrolliert, das Futter ist weg. Wir werden sehen, was die Nacht bringt. Ich rechne in den frühen Morgen schon mit dem ersten Biss auf der Futterplatzboje. So, Spindler, leg die Kamera weg, es gibt Futter. Was gibt's denn da eigentlich? Es gibt Spare Ribs, Spargel im Speckmantel, Brötchen und Antipasti. Wir sollen uns es ja gut gehen lassen. Sag mal, hast du eigentlich Sonnenbrand? Ich habe drastischen Sonnenbrand auf den Kniescheiben. Sei froh, dass die Kniescheibe vorne sitzt, hey. Ja, ich wollte gerade die letzte Route nochmal neu machen. Also die linke Route nochmal neu machen, wie man sieht. Sieht man nichts, also die liegt hier noch. Als ich die gerade reingeholt habe, lief meine mittlere Route ab. Ah, drüben am Schiff. Ja. Schiffeingang. Es scheint so, als würden die jetzt anrollen. Ich will ja nichts verschreien. Komm, Bub, mach die dritte neu und dann gibt's ein kühles Bierchen. So Männer, wie ich es gesagt habe, fange ich den ersten Fisch hier, aber noch ist er im Drill. Ist jetzt abgelaufen, auf dem Multirig, weiches Vorfach über dem Schlamm. Ja, und jetzt konzentriere ich mich mal drauf, dass er ins Netz kommt hier. Vorm Schilf gebissen, zieht jetzt direkt ins Freiwasser rein. Ja! Yes! Petri! Die Erlösung! Mega! Geile Scheiße! Ja! Auf dem gelben Bananen-Pop-Up
Ja, den versorgen wir jetzt und dann zeigen wir euch den. Ja, in meinem Arm liegt mein erster Franzose. Gebissen auf einen 12 mm Bananenpoppy, direkt am Schilfgürtel. Ja, 10 Kilo hat der Kleine. Riesenmotivationsfisch. Nach 2 Nächten ohne Fisch ist das jetzt auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, den zeige ich euch jetzt auch. Yes! Hast du Glückwunsch, Alter. Geil, geil. Nach dem ersten Fisch ist vor dem, ja, eigentlich nächsten, aber vor dem Gewitter, was angesagt ist. Deswegen machen wir jetzt hier gerade erstmal alles soweit wetterfest. Die anderen beiden machen gerade nochmal jeweils eine Route fertig. Und ja, dann hoffen wir, dass nach dem Regen, nach dem Gewitter, die Fische ein bisschen aktiver werden und wir noch den einen oder anderen vor die Linse halten können. Auch so kann es gehen. Zuerst sengende Hitze und Sonnenschein und innerhalb von 5 Minuten haben wir übelsten Starkregen. Aber Regen bringt Fisch und bringt Sauerstoff ins Wasser. Weiter geht's. Ja, Pleischi, kaum fängt es zu regnen an. Was ein paar Gewitterwolken und Regentropfen ausmachen können. Wir haben uns entschieden, jetzt aufgrund der aktuellen Wettervorhersage die dritte Joker-Route rauszupacken. Weißer Pop-up drauf, Nähe Schilfgürtel geschnickt. Die Route lag jetzt keine 10 Minuten und sie pfeift weg. Ich hoffe, ich bekomme den Fisch raus. Und dann wäre der erste Druck mal weg für die Filmerei. Yes, geht's in. Nice. Ja. Michel, was ist hier los jetzt? Sag mal. Ja. Wir wollten gerade den anderen Fisch filmen. Er eitert die linke Rute weg. Auch Jody vor der Schilfkante. Ohne Beifutter, ohne alles. Eigentlich gleiche Methode, gleiche Taktik wie Fleischi vorhin. Anscheinend ist das jetzt gerade der Weg. Ich denke aber, dass es eigentlich am Wetter liegt. Ihr seht, es ist schon ein Unterschied im Vergleich zu den letzten Aufnahmen, im Vergleich zu den letzten Tagen. Und es tut so gut. Ich glaube, es war Sonnenbrand. Fast überall. Nee, fast nicht fast überall, aber. Es kühlt jetzt deutlich ab. Deutlich. Wind pfeift rein. Es ist bewölkt, keine Sonne mehr und es regnet vor allem. Bringt Sauerstoff ins Wasser. Und das braucht einfach ein flacher See. Wir haben Maximaltiefe 1,50. Und je länger der ohne Wind liegt, je länger der ohne Regen liegt, wenn da die Sonne drauf steht, ja, dann düppeln die Fische da nur und haben keinen Hunger. Und Fisch ohne Hunger ist für uns Angler schlecht. Yes! Was ist jetzt hier eigentlich los? Ja, hier ist hey. Chaos pur, Alter. Innerhalb von 5 Minuten Doppelschlag, jeweils die dritte Route. Michel hat sie rausgepackt, ich habe die dritte Route geholt. Beides mal ein Pop-up draufgeschnallt auf dem Schottrick. Meine Route auf der Ecke lief ab. Ich hatte den Fisch da. Kurze Zeit später pfiff die von Michel ab. Michel, ja, super! Wenn die Verzweiflung groß ist,
schnicke ich schon gerne mal einen Shotrig raus. Einfach, ja, kleiner Pop-up drauf, der läuft immer. Und ich weiß auch dann zu 100%, dass es immer präsentiert ist. Und die Verzweiflung war auch groß. Nee, Wetter spielt uns sowieso in die Karten. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, das waren jetzt keine Eintagsfliegen, aber war nicht so. Geht schon noch was. So schnell wendet sich das Blatt. Doppelschlag innerhalb von 5 Minuten und das Geschäft ist gelaufen. Michel, die Taktik ging voll auf mit den dritten Routen, oder? Ja, so, es ist meistens, oder manchmal ist es einfach, aber wenn man 2 Nächte hinter schweigenden Pissanzeigern sitzt, dann ist die dritte Route manchmal Gold wert, wenn man die doch noch auspackt. gleiche Vorgehensweise, Plaschi. Ja. Wir wollten zuerst auf die dritte verzichten, aber mit dem Wetterwechsel, da ist jeder Köder und jeder Haken im Wasser Gold wert. Und ja, die Fische haben dies bestätigt. Naked Shot, Pop-up und fertig. Und ich denke, die beiden dürfen wieder zurück. Das Auge fischt mit, oder was? Ich kriege sonst Augenkrebs. Aber ich glaube, du kannst auch ein Lied davon singen. Oh ja. Nee, es muss schon alles passen. Es muss zwar alles auch funktional sein, nicht nur gut ausschauen, aber wenn ich da die ganze Woche drauf schaue, muss es auch akkurat aufgebaut sein. Kann man gelten lassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Es heißt für mich auf jeden Fall nachlegen, aber ich bin guter Dinge, dass gleich übers Schilf noch einer kommen wird bei mir. Die ersten Tage verliefen wirklich schleppend. Hohe Temperaturen und fehlender Wind machten es nicht sonderlich einfach, in einem solch flachen Gewässer Fische zu fangen. Der Wetterwechsel aber spielte uns super in die Karten. Gewitter, Regen und vor allen Dingen der Wind, der jetzt in unsere Bucht drückte, brachte uns die ersten Fische. Ob es einen Gewinner bei unserer kleinen Herausforderung geben wird, und was noch so passiert, seht ihr auf jeden Fall im zweiten Teil. Seid gespannt!